Herzlich willkommen, DCTP von der Republika 2016. Mein Name ist Philipp Banse. Wenn wir Facebook und andere soziale Medien aufmachen, sehen wir natürlich eine Menge Fotos und Videos, aber irgendwie ist das auch eine sehr eingeschränkte Qualität dieser Bilder. Das sind immer nette oder lustige kleine Fotos und Filmchen. So, man fragt sich dann schon, diese ganzen Grausamkeiten, die diese 2 Milliarden Leute wahrscheinlich hochladen, wo landen die eigentlich? Die wird es ja auch irgendwie geben, dass da Leute komischen Kram hochladen. Und dieser Frage ist auch Moritz Riesewiek nachgegangen. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Sag mal, ich dachte eigentlich immer, ja, da wird es eine Menge Leute geben, die da vor ihren Rechnern sitzen und bei Tinder, Facebook, allen möglichen Kram hochladen, auch sehr extrem unerfreuliches und brutales, kriminelles Zeug. Man sieht das aber irgendwie nie. Und ich dachte mal, naja, sind ja die Algorithmen, die das aussortieren. Ja. Aber dem ist nicht so. Nee, zumindest nicht allein. Also es gibt Algorithmen, die diese Bilder abscannen und vorsortieren. Und die können dann erkennen, zum Beispiel, dass nackte Haut im Bild ist oder dass irgendwo Blut im Bild ist. Aber mehr können die eben auch nicht. Also die können ein Bild nicht einordnen in den Kontext. Die können nicht erkennen, handelt es sich jetzt vielleicht um Fotokunst von Nan Golden und wir sehen deshalb nackte Paare im Bild? Oder handelt es sich da um Hardcore-Pornografie und das gehört aussortiert? Oder anderes Beispiel, hatten wir ja nun jetzt gerade, Sex mit einer Ziege. In der Antike gern gemachtes Motiv von Statuen. Gehört das jetzt aussortiert oder fällt das nicht unter kunstgeschichtlich wertvoll? Ist das Sodomie und pervers? Also was kann man ja nur beantworten, wenn man ein Bild erkennt in seinem Kontext und einordnen kann, um was es sich da jetzt wohl gerade handelt. Das heißt, es ist Auslegungssache und diese Auslegung, die müssen eben Content Moderators vornehmen. Das muss von Menschen handgemacht werden, das kann ein Algorithmus nicht erledigen. Und du bist zu diesen Content Moderators hingefahren. Mhm. Wer ist das? Wo sind die? Wer sitzen die? Ja, das Gros dieser Content Moderators arbeitet für Outsourcing-Firmen, die wiederum von den großen sozialen Netzwerken und Dating-Apps beauftragt werden. Und das Gros dieser Menschen sitzt auf den Philippinen. Warum? Ja, habe ich mich auch gefragt, weil erstmal kommen einem ja andere Länder in den Sinn, vielleicht Indien, Bangladesch, Pakistan oder so, hätte ich gedacht. Dem ist nicht so. Und wenn man sich dann näher beschäftigt mit den Philippinen, dann stellt man fest, 95% aller Filipinos und Filipinas sind katholische Christen. Und dann habe ich gedacht, ist das jetzt ein Zufall oder könnte das was miteinander zu tun haben? Und wenn man dann in den Begründungen von diesen sozialen Netzwerken für dieses Outsourcing fragt, also nachschaut, kriegt man mit, naja, es wird so argumentiert, also die Filipinos, die haben den gleichen moralisch-ethischen Kodex wie wir. Wer dann wir sein soll bei 1,5 Milliarden Nutzern, ist mir nicht ganz klar. Und die Frage, ob der Katholizismus, der da wirklich sehr streng ausgelebt wird, ob der wirklich den gleichen moralisch-ethischen Kodex bedeutet wie zumindest wir im Westen oder so. Oder wir in den USA. Also ich glaube, eine gewisse Nähe gibt es natürlich schon. Also beides sind Christen, die einen Puritaner, die anderen strenggläubige Katholiken. Wenn man sich das da so anguckt, wir waren ja jetzt da eben, da lassen sich Menschen an Karfreitag jedes Jahr aufs Neue ans Kreuz nageln. Die kriegen dann so richtig so Nägel durch die Hände, hängen dann am Kreuz und tun dies im Andenken an Jesus Christus, der für die Sünder der Welt seinen Leib hingegeben hat. Und das sind die Leute, die diesen Content moderieren? Nee. Nein, natürlich nicht. Aber das ist die Kultur, in dem es passiert. Aber es zeigt, dass dieser Gedanke von, wir müssen uns opfern oder wir dürfen uns opfern für die Sünder der Welt und uns dadurch erhöhen, dass dieser Gedanke weit verbreitet ist. Und wenn man dann mit den Content Moderators sprach, dann kam eben auch immer wieder, für mich ist das nicht nur ein Job, nicht nur ein Gelderwerb, sondern das ist eine Arbeit mit Sinn. Das ist eine Arbeit, die dafür sorgt, dass das Internet ein kleines Stückchen sauberer ist, ne? Die dafür sorgt, dass die Sünden der Welt verschwinden, dass die ausradiert werden. Und die entwickeln da schon eine ganz schöne Passion dabei. Erzähl doch mal, wer war da, wie lange wart ihr da, wie seid ihr an die rangekommen? Ja. Wir, es ist die Gruppe Laocoon, die ich gegründet habe. Wir beschäftigen uns regelmäßig mit
Themen, die eben nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Wir sind geradezu fanatisch hinterher, da wo wir entdecken, dass irgendwas vermeintlich ideologiefrei sein soll oder ein bloßes Geschenk, da ja auch der Name, das trojanische Pferd, wir erinnern uns, kam ja auch als Geschenk daher und entpuppte sich als gefährlich. Das heißt, das war für uns natürlich erstmal gefundenes Fressen zu sagen, naja, soziale Netzwerke, offene, multikulturelle, auf Verständigung ausgerichtete quasi Parallelgesellschaft. Ja, da steckt eine Ideologie hinter und dieser Ideologie muss man auf den Grund gehen. Ne? Also geschlossene Gesellschaft, die darüber entscheidet, was dort aussortiert werden soll in Menlo Park, das diese geschlossene Gesellschaft sourced das Ganze out auf die Philippinen zu radikalen Christen. So. Jetzt sind wir dorthin gereist. Wir waren zu dritt. Hans Block, Omid Minur und ich. Wie lange wart ihr da? Kamera und Ton für 4 Wochen. Okay. Wie habt ihr Kontakt gekriegt zu den Firmen, zu den Leuten? Wie seid ihr da reingekommen? Hatten wir vorher aufgenommen über Freelance-Plattformen, wo teilweise Leute, die früher für diese Outsourcing-Firmen gearbeitet haben, jetzt versuchen, als Freelancer ihre Dienste anzubieten. Aha. Also ehemalig für diese Firmen gearbeitet haben. Teilweise auch über Mittelsleute. Also zum Beispiel haben wir eine Psychologin getroffen, die für ein solches Outsourcing-Unternehmen arbeitet und dort die Content-Moderators betreut und dafür verantwortlich ist, die, wenn die psychische Probleme bei dieser Arbeit entwickeln, die dann zu versorgen. Darüber reden wir gleich noch, kurz noch. Also die haben keine Pressestelle, wo ihr anrufen könnt und sagen, wir würden gerne mal mit euren Leuten sprechen. Das ist so ein bisschen clandestines Business auch. Ja? Das haben wir auch versucht, aber dann gibt es die bekannte Hinhaltetaktik. Ja. Niemand darf sprechen. Wir haben einen Pressesprecher eines solchen Outsourcing-Unternehmens getroffen, mussten vorher Fragen einreichen. Letztlich wurden uns vielleicht 2 von 7 Fragen überhaupt beantwortet und die waren harmlos. Und wie habt ihr dann richtig Kontakt gekriegt und wie konntet ihr denen richtig bei der Arbeit zugucken? Wir konnten nicht zugucken, wir konnten die aber treffen und wir durften in einzelnen Fällen auch Tonaufnahmen machen. Das heißt, wir haben jetzt O-Töne von Content Moderators, die uns von dem Gesehenen und ihrer Arbeit berichten. Was erzählen die denn? Ja, die berichten von der ganzen Masse an Schreckensbildern, also das reicht von Kinderpornografie über Enthauptungen, Hinrichtungen, schrecklicher, gewaltsamer Pornografie vor allem. Die sagen nicht alle Bilder sind so, ne? Also sind wohl 1 aus 10 Bildern ist wohl ein solches, das heißt aber auch 9 Bilder sind tatsächlich zu Unrecht von dem Algorithmus verdächtigt worden. Und die müssen einen ganz schönen Berg an Bildern pro Tag bearbeiten. Das sind mehrere tausend Bilder. Mhm. Die machen allerdings auch meistens so 10 Stunden pro Tag. Sitzen dann in so Boxen, dürfen auch mit Kollegen desselben Unternehmens nicht darüber sprechen, was sie dort auf Warum den Desktop nicht? Bekommen haben. Ich kann nur spekulieren, aber ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass wenn die sich jetzt austauschen würden und entdecken würden, wie sie sich vielleicht, also miteinander ins Gespräch kämen darüber, entdecken würden, oh, wir teilen eigentlich die gleichen Probleme mit dieser Arbeit, dann könnten die sich natürlich auch zusammentun, ne? Oder Rechte proklamieren. Zum Beispiel haben wir eine Gewerkschaft getroffen, die versucht, gerade die Rechte dieser Content Moderators zu verteidigen und die sagen, ja, wir werden auch extrem unter Druck gesetzt. Also das heißt, es reichte von Anrufen anonymer Art, Leuten, die einen verfolgt haben auf dem Nachhauseweg, hin zu Androhungen, dass man den Job verlieren kann. Und was sind denn die psychischen Folgen dieser Arbeit? Ja, darüber haben wir mit der Psychologin Patricia Lepperell gesprochen, die die Firma Behavioral Dynamics betreibt. Eine Firma, die eben arbeitet für eine solche Content Moderation Firma, die wiederum für die sozialen Netzwerke arbeitet. Und die berichtet von Depressionen, Libido-Verlusten, also dass weibliche Content Moderators ihr berichtet hätten, dass sie einfach keine Lust mehr haben auf Sex mit ihrem Partner, nachdem sie den ganzen Tag sich üble Pornografie angucken mussten, das die komplette Woche über, bis hin zu Niedergeschlagenheit. Aber man muss auch sagen, das berichtete mir nämlich dann eine zweite Psychologin, die sich vorwiegend mit Trauma beschäftigt hat in ihrer Karriere, dass das Schwierige an Traumafällen ist, wenn die Traumatisierten nicht darüber sprechen und es vielleicht sogar gar nicht als Trauma erkennen.
weil sich das dann natürlich verschärft. Und da kommt, da schließt sich dann wieder der Kreis, wenn die ganze Gesellschaft letztlich eigentlich Juche schreit, weil diese Firmen Aufschwung bringen, weil das saubere Arbeit ist, zumindest äußerlich. Und wenn die Mitarbeiter dadurch ihre Familien in der Provinz mit durchbringen können, dann werden die natürlich einen Teufel tun, zu sagen, ich habe hier psychische Probleme. Das wird einfach nicht anerkannt. Und dann ist das Problem natürlich umso größer. Und was passiert mit diesen Leuten? Wie reagieren die Firmen darauf? Wie reagiert diese Psychologin darauf? Was macht man jetzt? Ja, die Psychologin tat das dann so ab. Also das wird dann so als Kollateralschaden mit eingepreist. Die Philippinen haben jahrzehntelang ganz andere Probleme gehabt, wenn man nur an den Giftmüllexport dorthin denkt. Also da landete ja der komplette Elektroschrott und Sondermüll aus der ersten Welt. Dagegen ist das vielleicht zumindest äußerlich erstmal harmlos. Habt ihr die Firmen mal konfrontiert damit gefragt? Also Facebook, Twitter, Tinder etc.? Ja, wir fangen ja jetzt gerade erst an. Ja. Sind ja gerade erst dabei, die Recherche voranzutreiben. Und sind gerade noch im Sammelmodus an Evidenz und werden die aber sicherlich noch direkt konfrontieren. Okay. Wie ist denn das? Wie groß ist denn diese Industrie da? Also sind das 10, 20 oder 20.000, 30.000? Wie viel sind das? Ja. Sarah T. Roberts, die ja eine Studie dazu veröffentlicht hat, spricht in ihrem Vortrag von 100.000 Content Moderators, die es sind. Es gibt auch Schätzungen, die höher liegen, aber dazu kann ich wenig sagen. Keine Angaben. Ja. Verdienen die denn wenigstens gut? Im Vergleich zu anderen Jobs auf den Philippinen ja. $2 bis $6 pro Stunde. Ja. Im Vergleich mit den Stellen, wo diese Unternehmen eigentlich ihren Sitz haben, natürlich überhaupt nicht. Also es ist natürlich weiterhin Billiglohnarbeit. Okay. Gut, hast du noch was auf dem Herzen dazu? Ja, vielleicht, dass wir dazu eine Inszenierung machen werden. Ja. Du bist eigentlich Theatermann, ne? Das muss man dazu sagen, Regisseur. Genau. Wo macht ihr sozusagen, du bist ja jetzt kein Journalist, sondern verbindest beides. Was wird denn jetzt daraus sozusagen? Ja, wir werden ein Hörspiel daraus machen, in Kooperation mit dem Deutschlandradio Kultur. Ja. Wir werden die Recherche vorantreiben und auch versuchen, das soziale Theater, das dadurch entsteht, und in das wir ja versuchen, jetzt die Unternehmen auch zu verwickeln, also sie auf die Bühne zu bringen, also dass sie Stellung beziehen müssen, noch voranzutreiben. Und dann wird es eine Inszenierung geben mit Schauspielern am Theater Dortmund, und das wird ein Passionsspiel werden, das Passionsspiel des Internetzeitalters, das wir da auf die Bühne bringen. Was so ein bisschen Fuß auf diesem Paradigma, was du vorhin auch skizziert hast, Menschen opfern sich für das. Genau, genau. Es gibt Ganze. Dieses berühmte Tizian-Gemälde, wo Jesus so steht mit der Gartenhake, weil er in der Triebnatur des Menschen für Ordnung sorgt. Das ist für mich heute die Computermaus, ist aber eigentlich strukturell das Gleiche. Moritz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und alles Gute für das Projekt. Danke. Philipp Banse von der DCTP, für die DCTP von der Republika 2016. Videos gibt es bei YouTube, dctp.tv und auf der Republika Webseite. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann. Tschüss.